Was wir jetzt hier machen, die Aufgabe, ist im Endeffekt das, was unter Liquid Design fällt. Sprich, das Design passt sich so weit wie möglich dem Bildschirm an. Es ist liquide, es verhält sich wie Wasser und geht mit, soweit es geht. Habe ich einen breiten Monitor, dann habe ich halt mehr vom Himmel, das sitzt weit rechts. Habe ich einen schmalen Monitor, wandert das alles nach rechts, irgendwann bricht es mal um. Aber das Ganze geht mit. Das ist, um ehrlich zu sein, der Königsweg. Weil ein Design festnageln kann jeder. Ein Design liquide zu machen, dass so viele Geräte wie möglich das angucken können, das ist schon eine andere Variante. Aber wir gehen auf dieses Liquid Design los, weil wenn man das mal gesehen hat, tut man sich beim anderen wesentlich leichter. Festnageln ist einfach. Da gibt man eine Breite mit, gibt eine Höhe mit und sagt, naja, alle anderen haben halt Pech, wollen zum kleinen Monitor haben. Hier haben wir unser Liquid Design. Es ist nah in der Philosophie, der Inhalt hat Vorrang. Trotzdem kann natürlich solche Sachen passieren, wenn es zu schmal wird, dann überschreitet es halt irgendwann mal die Säulen, was soll's. Wenn es zu schmal wird, kann es sein, dass die Steuerung umbricht in zwei Zeilen, ist aber einigermaßen clever gemacht. Bleibt der Hintergrund bestehen. Sprich, es stört eigentlich auch nicht, dass es zwei Zeilen jetzt sind, diese Steuerungselement. Irgendwann wird der Einzelsatz oder Einzelwort zu lang, dann muss man halt nach rechts und links scrollen, hier zum Beispiel bei Willkommen. Irgendwann wird es dann doch enge, aber im Großen und Ganzen funktioniert sowas sehr, sehr gut. Die Wahrheit ist natürlich, was man nicht verschweigen darf, es ist schwieriger zu verkaufen. Will man jetzt so ein Design jemand verkaufen, der wirklich an, hier ist mein Hochglanzprospekt, so muss das aussehen, dran hängt, der hat erstmal natürlich mental so seine Schwierigkeiten, dass man ihm sagt, du, das Design tut auf allem, egal ob auf Handy, auf Kühlschrank, auf Internet, auf Computer, auf wo auch immer. Da hängt so ein bisschen ein Knackslos drin, aber das wird im Laufe der Jahre noch viel, viel stärker zunehmen, dass solches Liquid Design sich durchsetzt. Man sieht es auch gerade zunehmend bei Microsoft, die gehen gerade ganz stark den Weg, dass alles skalierbar ist. Die sind sehr stark darauf verpicht, dass die Grafiken nicht mehr pixelorientiert sind, sondern alles vektororientiert. Gucken wir uns mal an, wir haben hier fünf Bereiche. Wir haben einen Kopfbereich, wir haben einen Bereich für die Steuerung, wir haben einen Bereich für den Schatten, wir haben einen Bereich für den Inhalt, wir können nachher einen Bereich für den Fuß haben. Das schreit quasi nach Divs und ID-Elementen, diese fünf Bereiche. Und wir können das jetzt nachbauen mit allen Puzzleteilen von den letzten Endeffekt 20 Stunden. Ihr bekommt unter htmlseminar.de/fertiges-beispiel-css-pur.htm die Einzelteile, weil was ihr braucht, ist natürlich jetzt mal diese Hintergrundgrafik und auch die Grafik für den Schatten. Hier ist ein kleiner Schatten, wenn ihr genau guckt. Dort könnt ihr die Elemente runterladen und seht natürlich auch mal, wie die Webseite reagiert, wenn man es aufruft. Dort kann man im Prinzip auch mal gucken, was Liquid Design bedeutet. Hat man dann hier. Und man kann dann wirklich mal spielen, kleiner machen, schmäler machen, gucken, wie es umbricht, gucken, wo es dran hängt. Ab Beispiel-Webseite der Breite kommt ein Scrollbalken unten rein. Und wenn man jetzt das Hintergrundbild, wie für die Kopfzeile hier gibt es Hintergrundbild-Download, klickt man drauf, kriegt man das Hintergrundbild. Und da sieht man auch den Kunstkniff dran im Endeffekt. Dieses Bild hier wird gerade verkleinert dargestellt, weil der Browser das verkleinert darstellt. Klicke ich drauf, sehe ich, das Bild hat eine gewisse Höhe, aber es ist wesentlich breiter als wie die meisten Monitore. Das bedeutet, wenn ein Monitor breiter ist, wird mehr von rechts angezeigt. Wenn ein Monitor schmäler ist, wird teilweise ein Teil vom Bild angezeigt, was hier natürlich mit Himmel vollkommen belanglos ist, solange die Säulen auf der einen Seite nur da sind. Also das ist das eine, was man braucht, dieses Bild. Und es gibt diesen Download-Schattenwurf. Wenn man da draufklickt, sieht man ganz oben links so ein kleines Pimpelchen. Das ist der Schatten. Da kann man mit der rechten Maustaste draufzielen, wenn man mag. Das hier ist kein Schmutz, das hier ist eher Schatten. Also im Normalfall trifft man es. Wenn man es nicht trifft, gibt es immer nur die Variante, hier bei dem Link rechte Maustaste drauf und dann Ziel speichern unter. Die zwei Varianten gibt es. So, viel Spaß beim Nachbauen. Das ist eine Aufgabe, wo im Normalfall Stunde bis anderthalb Stunden dauert.
Also das bitte nicht unterschätzen. Wenn man das erste Mal sowas macht, dauert das seine Zeit.